Die Marktgemeinde Brunn am Gebirge lädt ihre älteren Mitbürger regelmäßig zu einem gemütlichen Beisammensein ein. Die 81er-Jause fand im Bruno statt, wo die Gäste nicht nur kulinarisch verwöhnt wurden, sondern auch ein abwechslungsreiches Musikprogramm geboten wurde. Birge fand die 81er Jausen in Bruno statt. Eingeladen wurden Brunner und Brunnerinnen, die über 81 Jahre sind. Bei einer Jause und Bühneneinlagen wurde ein gemütlicher Abend genossen. Wir bemühen uns, dass wir nicht nur für die Jungen, sondern auch für unsere älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger über das ganze Jahr ein schönes Programm haben. Und das wird auch immer gerne angenommen. Man ist froh, die Veranstaltung wieder aufleben lassen zu können, da sie im Vorjahr ja nicht stattfinden konnte. Die 81er Jause ist ja normalerweise jedes Jahr, jetzt ist ja zweimal leider oder einmal abgesagt worden. Und wir freuen uns alle, wenn wir unsere Senioren wieder gesund hier begrüßen dürfen. Das hat einfach gefehlt. Es hat gefehlt und ich bin sehr stolz drauf, dass so viele gekommen sind, der Einladung gefolgt sind. Und man sieht, der Herr Bürgermeister ist sehr viel unterwegs, weil viele Leute wollen wissen das und das andere und haben halt viele Fragen an uns. Und es wird heute einfach ein schöner, schöner Nachmittag. Ja, und wir freuen uns ganz besonders. Es ist lange her, dass wir da auf der Bühne gestanden sind, Corona-bedingt. Aber wir freuen uns jetzt wirklich sehr, gerade bei dieser Geburtstagsgala zu singen und unsere Ständchen zu bringen. Es ist immer ganz wichtig, dass die Kinder für die ältere Generation singen. Und sie machen das wirklich mit ganz großer Freude. Was habt ihr heute einstudiert? Wir haben ein Intro, ein ganz besonderes. Das heißt, This Little Light of Mine, dass das Licht scheinen möge, vielleicht Sinn geben für die Geburtstagskerzen. Und die Tücher, die wir dazu schwenken, haben dieselben Farben wie hier. Der Saal in das Licht getaucht ist, das ist, glaube ich, eine ganz gute Überleitung und soll auch die Sonne repräsentieren. Ist flankiert von Peter Alexander und Dean Martin. Kommen die auch? Die kommen auch, aber die kommen nach uns. Wir sind mit den Kindern die Vorband und danach kommt eine erprobte Band, eine Erwachsenenband. Das ist quasi so wie bei den großen Großveranstaltungen, dass wir halt eben die Vorband machen und danach gibt es ein Programm weiter. Ich glaube, das ist einer Geburtstagsgala sehr, sehr würdig heute. Jause ging es auch um Austausch, Gespräche und vor allem um das Wiedersehen. Wir plaudern, wir tauschen uns aus, was haben wir gemacht die letzten Monate. Ja, es findet sich immer etwas zum Sagen. Ich gehe davon aus, also ich werde meine Kehle noch ölen ordentlich und dann geht's los. Wir werden singen sicher mit Peter Alexander im Debüt heute und Dean Martin, soweit ich sehe. Und ich freue mich schon sehr drauf. Und das ist ja auch die Generation, die heute hier vertreten ist. Und ich denke, die werden sich auch sehr darüber freuen, über diesen musikalischen Beitrag. Da steht das Glück vor der Tür und ruft dir zu. Wie es Ihnen gefällt? Vorläufig gefällt es mir sehr gut, muss ich sagen. Ja. Ich habe nichts anderes erwartet eigentlich. Ich war bei einigen solchen Feierlichkeiten ja dabei und die sind immer eigentlich super. Jetzt waren wir 2 Jahre, waren wir jetzt nirgends. Jetzt haben wir gesagt, heute gehen wir mal her. Wir werden uns beim Herrn Bürgermeister bedanken, dass es wirklich so schön ist. Meine Damen und Herren.